Der Oleander wächst als Strauch und manchmal auch als kleiner Baum. Die Pflanze wird bis zu 6 Metern hoch. Seine rosafarbenen oder weißen Blüten stehen in Trugdolden und haben 5 Blütenblätter. Sie erscheinen von Juli bis September. Die Blätter sind ledrig, wodurch sie Verdunstung einschränken. Oleander sucht sich aber dennoch Standorte aus, an denen etwas mehr Wasser vorkommt. Oleander stammt aus dem Mittelmeergebiet, wo er ausgezeichnet an trockene Lebensräume angepasst ist. Bei uns wird die Pflanze gewöhnlich in Kübeln gehalten. Er kann Fröste bis minus 5 Grad vertragen, wird es kälter, muss man ihn ins Haus holen. Was natürlich nicht geht, wenn man ihn direkt in den Garten gepflanzt hat. Oleander ist recht schnellwüchsig und mag es nicht, mit Wasser besprengt zu werden. Gießt man ihn mit lauwarmem Wasser, fördert es seine Blühfähigkeit. Oleander ist sehr giftig und er enthält das herzwirksame Glykosid Oleandrin. Die Vergiftungssymptome sind Kopfschmerzen, Erbrechen, Durchfälle, verlangsamter Puls, Pupillenerweiterung, Krämpfe, blaue Lippen und Hände. Das Gift bewirkt Herzrhythmusstörungen, was bei entsprechend starker Vergiftung nach 2 bis 3 Stunden auch zum Tod durch Herzlähmung führen kann. Die Wirkung des Giftes gleicht dem des roten Fingerhutes. Teilweise kommt es auch bei Berührung der Pflanze zu Hautreizungen. Der Milchsaft kann durch Wunden in die Haut eindringen und so zu Vergiftungen führen. In den USA kommt es immer wieder zu Vergiftungen mit dem Oleander, wenn Olianderäste zum Barbecue verwendet werden. Starke Vergiftungen sind allerdings selten, da die Pflanze einen stark bitteren Geschmack hat und die Wirkstoffe daher schnell ausgebrochen werden. Trotzdem sollten es Familien mit kleinen Kindern vermeiden, den Oleander als Zierstrauch im Garten zu halten. Oleander ist für Pferde, Rinder, Esel, Schweine, Schafe und Ziegen tödlich giftig. Desgleichen für Hunde und Katzen, Hasen und Kaninchen, Hamster und Meerschweinchen sowie für Vögel. Die tödliche Dosis für Pferde liegt bei nur 15 bis 20 Gramm der frischen Blätter. Rinder sterben gewöhnlich nach der Aufnahme von 10 bis 20 Gramm der Blätter und Schafe bereits nach 1 bis 5 Gramm. Der Tod tritt, wie beim Menschen, durch Herzlähmung ein. Bei vergifteten Stuten kann es zu Fehlgeburt kommen. Oleander wird ja auch als Kübelpflanze in Parks oder auf öffentlichen Plätzen gehalten. Fallen die Blüten oder Blätter herunter oder liegen vom Wind oder Sturm abgebrochen herum, stellen sie für Hundewelpen eine gewisse Gefahr dar. Oleander findet medizinisch Anwendung als Heilmittel. In der Homöopathie nutzt man seine Wirkung bei Schädigung und Schwäche des Herzmuskels, Angina pectoris, Ödemen sowie bei Magen- und Darmentzündungen. Die Bezeichnung Oleander setzt sich aus den altgriechischen Worten olea für Ölbaum und andraios für kräftig zusammen. Der Gattungsname Nerium entstammt dem griechischen Wort nerion für nass und weist somit auf den Standort der Pflanze hin. Schon unter Alexander dem Großen muss die Giftwirkung des Oleanders bekannt gewesen sein. Es wird berichtet, dass die Pflanze den Zugtieren gefährlich geworden ist, nachdem sie von ihr gefressen haben. Auch Dioskurides, griechischer Arzt im 1. Jahrhundert nach Christi, weiß darüber zu berichten, dass die Pflanze, Zitat, Mauleseln, Hunden, Eseln und vielen anderen vierfüßigen Tieren ein tödliches Gift sei. Er empfiehlt sie aber auch mit Wein getrunken gegen Schlangenbisse. In der mittelalterlichen Volksheilkunde benutzte man ihn gegen Parasiten und als Rattengift. Es wird auch berichtet, dass Soldaten Napoleons starben, nachdem sie Fleisch gegessen hatten, das auf Olianderspießen gebraten war. Oleander wird seit dem 16. Jahrhundert als Zierpflanze bei uns gehalten. Bei Tabana e Montanus, Apotheker und Botaniker, auch aus dem 16. Jahrhundert, lesen wir unter anderem: Wann man mit diesem Kraut der Feldmäus Löcher zustopfet, so müssen sie sterben. Die Jäger schmieren auch die Pfeil mit diesem Saft, die wilden Tiere damit zu erlegen und zu töten.